Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Schulz, das war natürlich ein vergiftetes Lob. Dann sind Sie ins Eigenlob übergegangen und zum Schluss haben Sie sich dann im Selbstlob doch verloren. Und die Frau Kollegin Gebhardt hat ja dankenswerterweise schon auf die Zahlen hingewiesen. 200 zusätzliche Betriebsprüfer seit 2010, die Anwärterinnenzahlen um 47% gesteigert. Also das Bild, was Sie mit den Zahlen, die Sie aus Bundesvergleichen auf NRW dann runtergebrochen haben, versucht zu zeichnen, das stimmt so schon mal nicht. Und eine Rolle rückwärts, die kann ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Die will ich aber auch nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Enquete-Kommission Tragfähigkeit öffentlicher Haushalte uns die einzelnen Bereiche unserer Landesverwaltung angeschaut haben. Diese Enquete-Kommission hat sich mit dem demografischen Wandel befasst. Und wir haben festgestellt, dass bei der Finanzverwaltung wir es mit der Verwaltung zu tun haben, die überdurchschnittlich viele Pensionärinnen und Pensionäre in den nächsten Jahren zu erwarten hat. Wir hatten 2007 Zahlen um 7.000. Wir werden jetzt bis 2017 die 9.000 erreichen. Und wir werden 2030 einen Höhepunkt mit über 12.000 Pensionierungen im Jahr erreichen. Und wenn man sich dann dieses Gap anguckt, um zu schauen, dass bei den zusätzlichen Aufgaben, die auf unsere Finanzverwaltung zugekommen sind, wenn man da nachsteuern will, kommt man auf ein Gap von 2.000 zusätzlichen Stellen bei der Finanzverwaltung. Sie beziehen sich da aus einem Interview von mir vom 17. Februar aus der Rheinischen Post. Da war die Überschrift 2.000 zusätzliche Finanzbeamte. Im Text steht aber, so wie ich es auch freigegeben habe, zusätzliche Stellen bei der Finanzverwaltung. Und dazu stehen wir. Und wenn Sie jetzt versuchen, da irgendwie eine Koalitionskrise oder Streitigkeiten daraus zu konstruieren, dann läuft das fehl. Vor allen Dingen, Herr Stein, das kann ich mir nicht verkneifen, ich finde es sehr lustig, nachdem Sie die Piratenfraktion verlassen haben, wo es ja offensichtlich so viel Streit gibt, dass Sie es nicht ausgehalten haben und jetzt sich bei der CDU integriert haben, uns auch noch Partnerberatung zu empfehlen. Also das finde ich schon sehr lustig. In der Tat stehe ich dazu. Das müssen nicht Finanzbeamte sein, aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wir bei den zusätzlichen Aufgaben, die Finanzverwaltung, unsere Finanzverwaltung jetzt vor der Brust hat, beispielsweise die internationalen Abkommen, beispielsweise die Einführung der elektronischen Akte, dass wir auch Tarifbeschäftigte dazu holen, die beispielsweise dann dort, wo Beamte zurzeit eingesetzt sind, beispielsweise in der Veranlagung bei den Finanzämtern, so wie wir das bei der Polizei auch getan haben, die Finanzbeamtinnen entlasten, dass die dann frei werden und dass sie zum Beispiel dann mit Aus- und Weiterbildung auch in die Betriebsprüfung gehen können. Und Herr Kollege Abel, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Es wird Sie sicherlich nicht wundern, dass Herr Kollege Schulz Ihnen eine Zwischenfrage stellen möchte. Nein, sehr gerne, bitte. Vielen Dank, Herr Kollege Abel, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie hatten gerade ja auch noch mal Ihr Interview aus Februar erwähnt und beziehen Ihre Ausführungen auf die Frage des demografischen Wandels und dazu auch die Enquete bemüht. Die von Ihnen dort, gehe ich recht in der Annahme, dass die von Ihnen in diesem Interview genannten Zahlen bezogen auf den demografischen Wandel, insbesondere aber auch die Zahlen der prognostizierten Abgänge aus der Finanzverwaltung, doch einigermaßen abgestimmt und zutreffend sind, mit der Folge, dass Ausbildungskapazitäten geschaffen werden müssen in der Zukunft, um diese Abgänge zu kompensieren. Also es wäre jetzt doof, einfach Ja zu antworten, weil dann würde die Uhr weiterlaufen. Deswegen will ich das noch ein bisschen ausführen und will auch noch mal die Zahlen nennen. Das ist eine sehr eigene Interpretation der Geschäftsordnung, Herr Kollege. Wir hören Ihnen jetzt genau zu. Herr Präsident, vielen Dank, dass ich jetzt die volle Aufmerksamkeit des Hauses habe. Und deswegen will ich auf die Frage, die der Kollege Schulz mir gestellt hat, dann auch noch mal mit Zahlen antworten. Nämlich, wir hatten 2011 7.178, um ganz genau zu sein, Pensionäre bei der Finanzverwaltung. Wir werden 2020 9.725 haben. Das heißt, wir haben bis 2020 schon ein Gap, die mit zusätzlichen Anwärterstellen gefüllt werden müssen.
Aber nochmal, es wird alleine nicht reichen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, und unsere Fraktion auch, dass wir auch mit zusätzlichen Tarifbeschäftigten, die die Finanzverwaltung bei den jetzt anstehenden Aufgaben entlasten, auch Entlastung bringen, sehr kurzfristig Entlastung bringen, dass wir mehr Kapazitäten haben. Und das gehört auch zu diesen 2000 zusätzlichen Stellen, die ich gefordert habe, die wir gefordert haben und zu denen wir auch stehen. Nur seit dem Februar gab es auch keine Haushaltsberatungen oder Haushaltsverhandlungen und kein Haushalt, der verabschiedet wurde, wo wir das nachvollziehen konnten. Und das, was wir in den bisherigen Haushalten gemacht haben, das hat die Frau Kollegin Gebhardt eben dargestellt, wir haben eine Steigerung um 57%. Und da müssen Sie der Kollegin Gebhardt dann aber auch zugestehen, dass sie dann den Blick in andere Bundesländer bringt. Denn es ist in der Tat so, dass Bundesländer sagen, warum sollen wir jetzt zusätzliche Beamtinnen und Beamte einstellen oder zusätzliche Stellen bei der Finanzverwaltung schaffen, wenn uns das über Ausgleichsmechanismen im Länderfinanzausgleich wieder weggenommen wird. Wenn wir uns dann vergewissern, dass beispielsweise die ostdeutschen Bundesländer zum Teil Landeshaushalte haben, die ein Drittel fremdfinanziert sind, unter anderem aus dem Länderfinanzausgleich, dann ist eine berechtigte Forderung, die der Finanzminister auch immer wieder gestellt hat und wo er unsere volle Rückendeckung hat, dass auch mehr von dem, was unsere Finanzverwaltung hier erhebt, bei den Ländern bleibt und dass nicht alles an den Bund geht. Und wir müssen dann auch darüber reden, wenn wir über das Thema Steuergerechtigkeit reden, und ich hatte gerade eine Besuchergruppe, die dieses Thema auch angesprochen hat, die mich gefragt hat, Herr Abel, jetzt haben wir mal auf Ihre Webseite geguckt, Panama und alles, das ist ganz schlimm, das beschäftigt uns auch, wir zahlen alle unsere Steuern, einige tun das nicht, was ist denn bisher passiert? Der Herr Kollege Stein, da kann ich Sie nur wirklich darum bitten, dann sitzen wir letztendlich als Demokraten alle im selben Boot, denn das Einzige, was man vermelden konnte, seitdem wir hier im Landtag, im Hohen Hause auch eine Einigkeit hatten bei diesem Thema, in vielen Punkten, nicht in allen, aber in vielen Punkten, ist das Einzige, was passiert ist, dass die EZB den 500-Euro-Schein abgeschafft hat und die BaFin, wie heute Morgen zu lesen war, will jetzt intensiver in Betriebsabschlüsse schauen. Da kann ich nun wirklich sagen, so kommen wir nicht weiter und am Ende ist das ein Vertrauensverlust, den wir als Politik insgesamt zu verantworten haben und deswegen ist es richtig, zusätzliche Stellen für die Finanzverwaltung, aber Sie müssen auch als größter Landesverband der CDU mit einem Staatssekretär aus Ihren Reihen in Berlin müssen Sie die Hausaufgaben machen und dazu gehört ein Transparenzregister und dazu gehört auch, dass die Länder entlastet werden und dass mehr von denen, was die Länder eintreiben und an Steuern erheben, in den Ländern bleibt und nicht in der Kasse von Herrn Schäuble verschwindet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.